Ja, hallo, wir treffen uns ja mal wieder mal mit was Besonderem. Wir zeigen heute den ersten Rollout eines Bierwagens von der Dampfbierbrauerei. Der ist jetzt bei mir in den Eisenbahnwerkstätten gefertigt worden. Man sieht vorneweg einen in Spur N. Man sieht dort hinten einen auf Schwerlastwagen in der Spur A0. Der Wagen in der Spur A0 wird jetzt schwer bewacht nach Italien überführt. Und ich hoffe, wir sehen den irgendwann mal in Italien auf einer besonderen Anlage. Ich hoffe, der kommt irgendwann in Trullo an und wir sehen dann mal weiter. Wir sehen uns jetzt den ganzen Zug nochmal genau an. Vorneweg steht eine V200, da oder hinne ist die erste Dampfbierkanone. Da oder hinne steht ein Wagen von der Dampfbierbrauerei in N. Und da oder hinne ist auf dem Schwerlastwagen verladen worden ein A0-Wagen mit Dampfbier. Staffel Messerschmitt stationiert worden, die kommandiert werden von unserem ersten Fliegergeneral Marcel. Danach ist natürlich das Leopold-Geschütz, um den Wagen zu bewachen, bis er nach Italien überführt wird. Was in Italien passiert, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber wir werden das Video und die Zugfahrt halt mal weiter verfolgen. Ora sta arrivando qualcosa di speciale. Uno momento per il mio amico Alberto e sua moglie Tiziana e il loro cane Jasmina. E la una macchina Ferrari F40. Stavono mangia io pizza, margherita e bevi una birra. Chin chin. Ich möchte noch ein paar Worte in Deutsch sagen und mal erzählen, was ich da in Italienisch geschwätzt habe. Wie gesagt, ich habe für den Alberto ein kleines Monument gebaut. Er wird auf meiner Anlage verewigt. Das ist nicht der erste und das wird dann nicht der letzte sein. Das ist der Alberto, seine Frau, dein Hund und ein Ferrari, weil er ein großer Autofan ist. Hier in meiner italienischen Eck. So, mal gucken jetzt mal weiter, wie es weitergeht. Die WCG hat am Anfang natürlich auch ihre Startprobleme gehabt. Der erste Wagen, der nach Italien überführt werden sollte, ist leider nicht angekommen. Wir haben da jetzt einen Spezialist beauftragt, der aus der Münchner Eck kommt und sich um die ganze Angelegenheit kümmert. Das alles wird im Rahmen der WCG passieren und wir warten gespannt auf das, was kommt. So. Also ich noch zeigen möchte, hier die WCG ist um 4 Wagen gewachsen. Wir haben aus Italien 2 Personenwagen bekommen, die natürlich auch beleuchtet sind und 2 Güterwagen. Das ist alles Epoche 5 und wir sind nur sehr stolz drauf, dass sie irgendwann wieder Mona Italien laufen tun. Wo ich natürlich auch super stolz auf bin, das sind wieder ein paar kleine Gimmicks, die ich bekommen habe. Da freue ich mich auch super und toll drüber, die stelle ich euch jetzt mal vor. Ich hoffe, das kann man jetzt erkennen. Ganz vorne steht das Plusmobil. Das werden wahrscheinlich nur die älteren Zuschauer wissen, was das Ding für eine Bewandtnis hat. Da oder hinten steht, wie das jeder erkennen kann, das Auto von The Ghostbusters. Das passt natürlich super geil zu meiner Horror-Eck. Ich freue mich schon drüber, dass ich so Dinge jetzt auf meiner Anlage habe und ich finde es absolut klasse. Ja, was wir hier haben, hier ist eine kleine Fiera aufgebaut. Fiera ist Messe
Und hier geht es um die Schönheiten von Genua. Hier sind unsere italienischen Freunde hier, die das ganze kleine Ding aufgebaut haben. Und ich finde es klasse, dass sie das auf unserem Marktplatz ausgestellt haben. So, wie gesagt, wir schauen jetzt, was mit dem Transport passiert ist. Und ich gebe nur den Ball weiter an meinen Freund aus der Nähe von München. Und wir schauen mal, was von ihm kommt. Es geht natürlich um Dampfbier und um den Wagen und um eine weitere Modellbahnzusammenarbeit. Hä, ihr werdet euch ja wundern, die Modellbahn, die dann vorgestellt wird, die ist nicht ganz klein. Ganz am Ende von dem Video kommt natürlich noch ein kleines Fahrvideo mit einer schönen Musik. Ich muss natürlich das Video jetzt wieder mal komplett umbasteln, weil das erst mal anders geplant war, wie es gekommen ist. Und wie gesagt, das Ergebnis finde ich hoffentlich ganz toll gelungen. Und die Abschlussbilder, die mache ich jetzt erst mal hier mit den schönen italienischen Wagen. Ich bleuchte ab hier. Wie gesagt, ich schwätze schon seit Wochen darüber, dass man darüber was kennt, aber bis jetzt bin ich immer noch nicht dazu gekommen. So, das war's ihr Leute. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Fahrvideo und wir sehen uns und bis dann. Achso ja, Saluti da Germania und das war's. Bis dann. Tschö.